Hallo there, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder, heute mit Pulitzer Hallo. und dem Seras. Servus. Und heute schauen wir uns mal ganz kurz ein bisschen den Centurion Mark II an. Das ist der aktuelle Reward aus dem Battle Pass, Her Majesty's Hussar. Und wie ihr seht einen Centurion Mark III, stabilisiert mit der Kanone des Centurion Mark I, aber auf 6-3, voll stabilisiert und mit der Centurion Mark III Panzerung. Und die ist ja. Könnte auf 6-3 wirklich noch ganz gut funktionieren, vor allem am Turm. Wir schauen uns das jetzt mal an, sind gespannt, wie es läuft. Das ist unsere Jungfernfahrt. Hast du dich jetzt gerade verplappert, weil du Mark 3 gesagt hast? Nee, es ist der Mark 3 mit der Kanone des Mark 1. Deswegen ist ein Mark 2 draus geworden, oder was? Ja. Okay. Jetzt kein Mathe, Alter. 3 minus 1 ist 2. Unten oder oben? Ich gehe unten rein. Oh, was für eine Munition nimmt man denn bei dem Ich Hobel? Mark 8, oder? ich habe von der SV Mark 1 mit und von der Mark 8, je nach Oh ja, stimmt, der hat ja APDS. Situation. Kann man dann wechseln. APDS? Wo ist APDS? Ich habe ja keine Auswahl zu APDS. Dann Da musst du mal musst du drop down. drauf. Oh, es kann sein, dass der zu spät ist. Ah, nee, nee, nee. Ah, geht noch, okay. Und dabei will ich jetzt eure Hauptmuni, ist die Frage. Ich habe die Hauptmuni APDS und dann habe ich als Second Muni die Shot Okay. Mark 8. Lol, ich wusste nicht, dass Dropdown-Menüs da Oh, gibt. nein, warum bin ich jetzt oben gestartet? Ich habe doch unten geklickt. Ja, das habe ich letzte Tage auch häufiger wieder. Ja, habe ich auch ganz häufig gehabt. Naja, dann fahre ich halt Richtung B. Wir machen C clear und dann kommen wir zu B und treffen uns da. Sehr gut, Ja. sehr gut. Sag mal, der ist irgendwie ein bisschen mobiler als der normale Zent, kann das Nee, sein? es mag, das ist Mark 3 Mobilität. Ich wollte gerade sagen, der ist aber ganz schön langsam. Echt, ich finde den echt mobil. Also, der beschleunigt gut, finde ich. Ey. Für einen Schießt du verschieden Centurion. kann? Ja. Ja, Ich wir habe können gerade mit gleich dem mal Centurion gucken, gefahren. was der Mark 3 wiegt. Ob das vielleicht daran liegt, dass der ein bisschen schwerer ist, der Mark 3, aber. Ja gut, die Kanone ist halt ein bisschen größer, ne? Ja, im Endeffekt geht das schon so. Was ist denn das für eine? Ist das die 76 mal zu. Ist das die aus dem Firefly, die Kanone? Mündungsbremse sieht so aus. Nee. Okay, ich habe schon den ersten Schuss gebounced. Irgendwas der Richtung. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, Turm hält ja doch was aus. Ich glaube, ich wurde durch den Turm getötet. Hä, seit wann werden denn keine Killcams mehr angezeigt? Das wäre mir neu, dass das so Das wäre. ist seit gestern, habe ich das auch häufiger. Okay. Aber Centurion ist doch quasi versteckt deine Wanne, Turm ist unzerstörbar, oder? Dachte ich. Ja, LOL! nicht ganz unzerstörbar, aber Turm ist schon gut gepanzert, ja. Okay. Und die Aber auch Unterwanne nicht. ist halt Butter, also da. Ja. Alter, der Panther. Der Jagdpanther. Bin mir nicht ganz sicher, ob der koscher ist. Ich wurde gerade aus voller Fahrt schon im T29 weggelünscht, das ist alles koscher. Warst du in voller Fahrt oder er? Ja. Also da ist ein Tiger 2, ein T29, irgendwas Leichtes und ein Jagdpanther bei Au. C. Okay, ja. Alter. Ja, Markier die es. machen. Ich sehe es nicht. Also deswegen, ich glaube nicht, dass der ehrlich spielt. Ich stehe in den Bäumen drin. Gut, Der er kann kann ja Low mich. Quality anhaben, dann sind die Büsche ja fast alle weg. Kein Tiger 2 ist da jetzt gestorben. Nee, aber nicht so nett, wenn er das so macht. Dann geht ab, So. oder was? Zumindest mal einen M18 geholt. Die anderen, die da bei euch bei C stehen, die suche ich noch. Die sehe ich von hier Ich aus habe einen Doom nicht. Turtle gefunden, das ist uncool. Weiß nicht, wo Ich ich gucke das jetzt mal, dass ich C in die Flanke falle. Da Ja, drüben sehe also ich. hier hinten steht eine Doom Turtle. Was können wir gegen die machen? Nicht viel, oder? Ja, doch, Recon. Seitlich, ja. Was ist denn dieser Track. Jagdpanther? Da ist er. Den? Ah, doch, ich sehe ihn. Transmission, Driver, Gunner. Willst du? Ich habe seinen Rohr. Orange, da ist ein Puma gerade hingedüst. Ja, du, ich bin schon wieder raus. Der T29, nee, 34, hat mich schon wieder aus voller Fahrt erwischt.
Ich habe seinen Richtschütze, Fahrer und Ladeschütze. Beschädigt, ich krieg den Katze. Hab ihn. Welchen? Den T-34. Ah, sehr gut. Da ist irgend... Au! Ja, da ist ein Puma. Hier ist ein Puma hinten. Gut, ich bin mir ziemlich sicher, du meinst den Vierachser, oder? Ne, ist ein M22. Aber ja. Aber da ist auch irgendwo ein Puma noch. Weiß noch nicht wo. Blumentörtel lebt noch, oder? Ja, und der Jagdpanther auch. Jagdpanther habe ich gerade nicht durchschlagen. Also der dürfte ziemlich lange da stehen, der ist... Au, T95 hat mich geholt. Verdammt. Läuft. Oh Gott. Können die endlich mal aufhören, auf mich zu schießen? Was soll das denn? Das ist voll unnachbarschaftlich. Ja. Aber für solche Fälle gibt es ja Gutscheine. Und ich bin gleich wieder da. Diesmal bin ich auch wirklich bei euch. Kerpe. Sind die sehr gut. Ich sehe die nicht. Die müsste zwischen C und... Was war die? Bei irgendeinem Gebüsch war die... Die war hier in der Richtung. Dem Seite möchte ich nicht fangen. Auch nicht in den Turm. Nee, die tut weh. Von C aus wird auf uns geschossen. Von B aus meine ich. Zwischen so. Uns. Jagdpanther ist raus. Sehr schön. Aber da ist wie. Ja, da ist ein. Wo ist der denn jetzt wieder? Also irgendwo aus dieser Richtung schießt einer von B hier rüber. Pulitzer verwirrt. Ja, du hast gesagt, hier ist noch irgendwo ein Puma. Weißt du, wo der ist? Die schmeißen mit Bomben auf mich. Nee, der hat aber gerade einen gekillt eben. Es kann auch sein, dass das der Dude ist, der von B rüberballert. Kann sein, dass er uns... Zwischen B und C irgendwo ist, ja. Ist das da was? Nee, es ist ein totes. Driver Loader, da ist ein Jagdpanzer 4-5. Hier. Den sehe ich, glaube ich, nicht, oder? Engine Radiator. Doch. Also der steht jetzt, wenn du ihn haben willst. Ich versuche noch einmal drauf zu schießen. Tu es. Oh, ich habe eine Blumentörtel gefunden. Sehr schön, wo ist sie? Au, ja, Flugzeug, genau. Flugzeug, au! Guck mich genauer an. Wo denn? Dann kommt eine Stuka auf dich runtergeflogen. Kein Problem. Ah, nee, kommt auf. Da sind wir auf Seras. Sehr schön. Hauptkanonenkill. Ich habe das halt einfach mal eine Kanonenkugel von dem Dune Turtle ins Gesicht gefangen. Nichts passiert. Sehr gut. Wie gesagt, die. Nicht penetriert. Ich auch nicht. Die Munition ist schon nicht schlecht von dem Ding, also der Turm vor allem. Doom Turtle wieder nicht penetriert. Ich schieß mal erst bitte die Ketten weg. Ich hab ihr den Tor, die Kanone weggeschossen. Ja gut, ich hab die recht. Linke Kette hatte ich ihr gezogen. Aber jetzt habe ich auch was von B abbekommen. Gunner Cannon Breach bei der Doom Turtle ist raus. Ich muss mir mal ein neues Crewmitglied holen. Auf von rechts. Jetzt krieg ich von rechts von B. Ja, das hatte ich eben auch was gefangen von Richtung B. Hier. Ich bin am Mannequin nachladen. Was ist der? Au! Steht, glaube ich, mitten im Gebüsch der Typ. Verdammt, ja, da ist ein Wiesel, der lüncht mich. Kann nichts machen, ich bin. Ich im Moment auch nicht. Vor allem, weil der vom B mir gerade Sorgen macht. Bitte nicht. Du musst hier stehen. Neben unserem Kollegen, quasi. Und wo ist denn das, das Wiesel? Schon wieder, ey. Da war das Wiesel. Sehr schön. Die Doomturtle zieht sich zurück. Ich habe ihr die Kette weggeschossen. Sie hat ja genügend davon. Ja. Die komplette rechte Seite Kette, meine ich. Guck ich mal, ob ich Richtung B was sehe. Da steht ein Tiger. Undamaged. Ja, jetzt hat's ach komm. Mich. Jetzt sind hier beide raus, das ist ja... Von den Dingern werde ich in letzter Zeit haufenweise gekillt und ich weiß nicht warum. Mich hat auch ein Flugzeug geholt. Sie mussten natürlich unfair spielen, um uns zu holen. Ja, ich spiele jetzt auch unfair. Ich komme jetzt mit der 12.000 Pfund Bombe.
Komm jetzt mit der Weibern und spreng erstmal die Doom-Turtle weg. Ich komme auch mit der Weibern und mach irgendwas. Feindlicher Flieger am Himmel, über B. Ja, ist eine Arm 1. Oder willst du die 12.000 auf die... Nee, ich schmeiß in den Spawn, da sind drei Flaks hier in die Richtung. Guck erstmal, ob ich das Flugzeug nicht holen kann. Was ist denn das? Das ist die 109, die israelische. Das ja, und eine AM-1 fliegt da noch. Nee, tut sie nicht mehr. Okay, dann ist das... Das da müsste dann heißt die 199 sein. Hier. Das ist was Großes, was Großfliegiges. Das ist die U88. Nee, hier ist noch eine AM-1, die hat gerade noch was getötet. Ich versuche sie jetzt anzufliegen. Den Bomber habe ich gut gegeben. Ich habe eine AM-1 geholt. Ah, jetzt gehe ich unter mir auf die 199. Das große hier geholt. Wo ist die Doom Turtle? Wo ist die Doom Turtle? Hier kommt zwei. Ja, da ist meine 12.000 auf dem Weg, also flieg da jetzt nicht hin. Da flieg ich hier hin. Oh, ich glaube, das wird gut. Das wird gut. Au, ich habe mit Flügel noch abgerissen. Oh, nice. Das hat gepfeffert. Oh ja, das hat auch da das Match entschieden. Sehr gut. Haben wir gerade noch mal 4 Kills gemacht am Ende. Ja. Nice. Nice. Für die nächste Runde würde ich gerne mal den Centurion in einem vollen Downtier ausprobieren. Ja. Ich glaube, da könnte der echt gemein sein. Definitiv. Ein Glück können wir das als Content Creators besteuern. Genau. Steuern. Genau, wir geben jetzt einen geheimen Code ein und dann. Ja. Links, hoch, rechts, hoch, runter, oben, rechts, links, genau. Jetzt werden Verschwörungstheorien verbreitet und die Leute glauben das. Lustig wäre es, wenn sich das als real rausstellen würde. Und man könnte das wirklich machen. So wissen wir nichts davon. Das wissen nur die Content-Partner ab Rang 4. Genau. Ach, 7-3, wir haben den falschen Code eingegeben. Mist. Verdammt. Geht fürs maximale Abtier. Naja. Na gut, dann ist es jetzt quasi so wie ein bisschen wie Centurion Mark 3 fahren. Ist doch gar nicht so schlecht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie einem Leo oder sowas zu begegnen. Also bin ich okay. Also würde ich jetzt lieber begegnen als wieder einem T34 oder so. Welcher Punkt? Ich fahr mal zu A. Ich würde jetzt auch gerne in einem Shot sitzen. Wie unterscheiden die sich überhaupt? Größere Kanone auf jeden Fall. Ja, und 50 Cal auf dem Dach. Stimmt, sehr kein Dach im Game. Ich bin mir bei Centurions ja nie sicher, ob ich die hübsch oder hässlich finde. Das ist irgendwie so nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich finde die super langweilig. Die sehen so aus wie bei einem Computerspiel, bei einem Strategiespiel, wo der Designer nicht so richtig Bock hatte, einen Panzer zu designen. Die sehen so ein bisschen aus wie die Medium-Tanks damals im Urkommando Conquer, wenn du von oben guckst. Ja, stimmt, ja. Als einfach so eine Panzerform halt. Die haben so ein bisschen so den Pershing-Vibe für mich. Das interessiert mich halt auch überhaupt nicht, weil das total langweilig aussieht. Aber ich bin voll auf den neuen Pershing Sherman gespannt. Also der wird definitiv ein richtiger Wackeldackel. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe ihn auch erst gesehen, nachdem du ihn erschossen hattest. Dann ist er plötzlich aufgeploppt. Ja, ich hatte gerade so einen, weiß den Peter-Tingle hatte ich gerade. Da ist irgendwas. Ist aber noch was im Punkt drin. Ich glaube aber links. Da ist nämlich, glaube ich, gerade was rübergefahren. Ich werfe einfach mal Artillerie da rein. Ich höre das nicht damit. Von rechts beschossen. Ah, ist direkt hinter dem Haus. Einfach durchfahren, würde ich sagen. Kannst auch durchschießen mit der LPDS. Nein, hinter dem anderen. Bist tot. Jetzt habe ich das Haus kaputt gemacht. Sollen wir das den Bewohnern erklären? Sorry, falsches Haus. Bist doch versichert, oder? Arti. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob sowas gibt in der Region. Alter. Ich höre einen Werfer. Da hinten. Ja, viel Spaß beim Schießen. Lol, Alter. Ob der airbursten kann? Ja, genau, das habe ich nämlich auch gefragt. Wenn ich mich jetzt da drunter stelle. Ob der Baum trifft und dann die Explosion auslangt, das wäre eigentlich ganz lustig.
Oh oh. Die waren voll schlecht geworfen, die ersten beiden. Ei. 15 Meter von mir entfernt. Das war ja gar nichts. Oh, hier steht einer. Lol. Oh, rechts von mir auch. Oh, lol, meine Kanone. Meine Granate ist an dem Le Kampfpanzer abgeprallt. Gut, dass ich noch eine habe. Au, meine Kanone ist raus. Von wo? Von hier. Pusht mich jetzt. Ich versuche, dich zu retten. Wenn es nicht gefährlich für mich ist. Mein Turm ist extrem dick, ist genau hier. Ja. Ich komme mit. Nein. Oh, naja, es kann. Warte, ich muss ein bisschen außenrum fahren, sonst sehe ich den nämlich vom Spawn aus. Bin gleich da, ihr könnt mir gerne ein Ziel geben, wenn ihr was braucht. Ja, ich komme wieder mit meiner 2000 Pfund Bombe. Oh, ist ja ein T-54, der ist unbeeindruckt von meiner Granate. Ja, die sind ziemlich eklig. Ja, na gut, die sind natürlich. Wo ist denn der? Du hast ja nicht schon markiert. Da, wo ich gestorben bin. Sind da viele Gegner. Sind jetzt zwei, ja genau, sind jetzt zwei brennende Wracks. Mach sie nicht alle weg, ich komme mit der dicken Bombe. Kritische Bomben, ne? Kannst auch gleich China-Böller drauf. Da wo deine Bombe hochgegangen ist, Bombe rein, oder? Ja. Achtung, da ist ein 335 auf Jan. Alter, der hat auch wieder voll verkackt. Sehr schlecht geworden. Holst du dir bitte, glaube ich, zu mir hoch. Versuch's. Nee, der dreht ab. Ziemlich dürfte Toast sein. Ja, sie brennt, versucht nur auf mich zu schießen. Alter. Kritische Kanonen, ne? Also meine Bombe ist raus, halt dich fern da, wo deine Bombe eingeschlagen ist. Ach du Kacke. Wir haben da ganz schön viele Flaks. Hauptsache die Bombe fällt richtig. Okay, das war traurig. Der arme Tiger, immer werden die Deutschen gemobbt. Ja, echt so. Lol, wieso hält eigentlich die Lancaster wesentlich mehr Manöver aus als die B-17 zum Beispiel? Realismus. Ich habe gerade mit der Lancaster eine Barrel Roll gemacht. Der T-34 fährt hier ganz gut durch unsere Leute durch. Ja. Ich muss. Jetzt ist er raus. Das hat natürlich im Downtier sind die Dinger natürlich mega stark. Ich hab das Gefühl, unser Team ist ganz schön über die Gegner drüber. Ja. Vorsicht, da ist ein kleines Gas-Flugzeug irgendwie. Was ist denn das? Warte, das war's. Okay, Abschusshilfe nehme ich mit. Schon gewundert, sieht so amerikanisch aus. Ja, mittlerweile hat doch jede Nation irgendwas von Amerika. Stimmt. Und bald kommt ja noch der Sherman für die Schweden, damit die Sammlung endlich komplett ist. Super. Auch wenn er keine MGs hat, es ist gut, ihn zu haben. Ich bin ja mal gespannt, ob sich das auf seine Panzerung positiv oder negativ auswirkt, weil das ist so eine zugeschweißte Platte. Ich würde sagen, da stehen ganz schön viele Feinde in der Senke. Hups, das ist ja der Spawn. Ich würde sagen, wir können hier aufräumen und dann nach Hause gehen. Ja. Okay, ich kann confirmen, das Fahrwerk der Lancaster mag es nicht, so ein bisschen zu droppen. Ist ein schwer vielleicht, der Hobel. Jetzt verliere deine komische Gun. Ja, so ist gut. So ist nett. Immer schön. Sind wir immer, bist du schon mal draufgegangen, Jan? Ich bin einmal draufgegangen, ja. Okay, ich hab schon. Immer noch im Centurion hockst.
Ja, er wieder. Ich glaube, es lohnt sich nicht mehr für mich nochmal zu starten, kann das sein. Zwei Gegner, aber... Könntest du unser Team ausradieren? Die stehen jetzt alle schön auf einem Haufen. Alter, da bin ich eine Woche lang gebannt oder so. Aber interessanterweise immer in Zweiergruppen. Nee, ich stehe alleine. Ich stehe hier alleine. Ich muss fast zu dir. Ja, der Rocker Bulldog hat sich schon gut gemeint. Der war ein bisschen mal in der Sinne. Und ich spiele mit. Ah, der hat immer noch Gun. Der immer noch Protection. Was ist denn da los? Der hier? Nee, der Franzose da. Der hat jetzt vorbewegt, zurückbewegt, geschossen, vorbewegt, zurückbewegt und jetzt ist er raus. Der hat den richtigen Code eingegeben. Ja. Das stimmt. Aber das war ja zumindest der Ersteindruck zu diesem Fahrzeug. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den schon habt. Ich habe gesehen, zum Beispiel A3 Boon ist schon Level 75 im Battle Pass. Der alte Suchti, ja. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich werde ihn mir trotzdem holen. Mein Nachteil bei ihm, den ich ein bisschen sehe, ist, dass 6-3, 6-0 so ein bisschen dünn ist bei den Briten. Es lohnt sich für mich nicht, da ein großes Deck zu bauen. Nee, aber, aber vielleicht geht er sowieso noch mal ein bisschen hoch. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ich freue mich auf ihn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.